Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte bei Temu ja diesen Schlüssel, diese Schlüsselverpackung bestellt, um meinen Schlüssel ein bisschen zu schonen. Und den wollen wir jetzt einfach mal anbauen. Müssen wir nur gucken. Ach so, genau. Das muss hier durch. Hier so ein kleiner Ring, der muss hier durch. Ziehen wir einfach mal hier durch. So, dadurch ist es dann hier locker. Moment, meine Frau. So, Frau ist wieder weg und der Akku ist gleich leer. Ach, na toll. So, dann nehmen wir das hier raus. Und die Tata. Hier ist auf, den können wir eigentlich weglassen dann. Dann das ab, das auf, das raus. Hm, das ist aber ungünstig. Ach so. Ich habe ja hier den Schlüssel drin. Aber den brauche ich ja nicht. Man kann die Knöpfe betätigen. So, aber ich finde es halt nicht so schön, dass das Nissan-Logo nur zur Hälfte zu sehen ist. Seht ihr das? Das ist nur die Hälfte. Das ist nicht so doll. Man kann jetzt ja noch ein bisschen... strecken. So. Muss ich ja alles anpassen noch. So will ich das haben. So soll das sein. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Ja, muss ja. Weil das muss ja hier sowieso durch, denn. Ja, auch doof, denn drüber ist doof und drunter ist auch doof. So, dann kommt das hier rauf. Und dann haben wir hier noch Platz. Da muss das Ringle rauf. Oh Gott. Ich habe erst die Fingernägel geschnitten. Naja, toll. Oh Gott, ich habe total trockenen Hals.
Kruzifix hier. So. Jetzt ist auf. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Öffnung ist. Ah, ich hab's. So. Und dann können wir nämlich hier alles ranbamseln, was ich hier habe. Mein Spock. Ich habe ja hier also auch Reifenmesser. Von Dagon hier für Einkaufswagen. Den habe ich seit Jahren dran und immer am Autoschlüssel, weil den halt ja meistens bei. Und eine Glücksmark. Nee, meine Glücksmark ist jetzt nicht mehr. Das ist. Ach, das ist hier so ein Einkaufsmark. Meine Glücksmark ist an meinem normalen Schlüsselbund. Da habe ich eine Mark dran von 1981, also von meinem Geburtsjahr. So. Schon ist der Autoschlüssel wieder da. Der ist geschützt. Mal gucken. Ich glaube, das werde ich nicht so lassen. Da werde ich mir noch was anderes holen. Aber er ist wenigstens geschützt. Mal gucken, wie er sich jetzt im Alltag. Ach, das habe ich gar nicht rangemacht. Na toll. Na komm, da geht er ab hier. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch drauf bamseln. So. Erdigtete Frucht, doch, warte mal. Hätte ich ja doch zulassen können, Idiot. Naja. So. Mal das wieder rein. Durch das Loch. Durch das Loch. Dann die Scheibe drauf. Und hier abspreizen. Hoppala. Hier abspreizen. So. Gucken, wo es ist. Man sieht es halt echt schlecht. Na, halt doch still, hier dreh dich doch nicht weiter. So. Oh, ja, geht schon. Geht schon, wenigstens er schützt der Schlüssel. Das ist die Hauptsache. Ja. Und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt dafür. Wenn ihr noch Fragen habt,
in die Kommentare posten. Die anderen Temo-Sachen kann ich jetzt leider nicht mehr Video machen, weil, also nicht in diesem Video, weil, ja, Weihnachtsgeschenk. Da kommt dann noch das Verpackvideo. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.